Es gibt vermutlich keinen Gesetzesvorschlag, bei dem nicht mindestens eine gesellschaftliche Gruppe dafür ist, eine komplett dagegen und etliche andere die Änderungen wollen. Und alle haben immer gute Argumente. Nun ist es nur recht und billig, dass all diese Argumente von den Parlamentariern noch angehört werden, bevor entschieden wird. Und genau deshalb haben praktisch alle Interessenverbände Vertreter bei der Politik, auch Lobbyisten genannt. In den USA oder auch bei der EU müssen die sich registrieren. In Deutschland, beim Bund, da können sie sich registrieren. Und beim Land Berlin? Nix, gar nichts, kein Register. Das würden manche Abgeordnete gerne ändern. Die Plenarsitzung ist öffentlich. Jeder darf zugucken, zuhören und das Protokoll nachlesen. Alles transparent. Was hier gesprochen wird, ist vertraulich. Im Casino des Parlaments dürfen wir bei Betrieb nicht drehen. Ein Rückzugsort für Abgeordnete und Senatoren und attraktives Hinterzimmer für Lobbyisten. Der Lobbyismus in Berlin ist schon sehr aktiv, auch wenn man das für Landespolitik eigentlich gar nicht so erwarten würde. Das beste Beispiel für mich ist in der Tat immer noch die seinerzeitige Teilprivatisierung der Wasserbetriebe, wo natürlich die Interessenten an dem Kauf ganz massiv Einfluss genommen haben, bis auf das Schreiben, also bis auf die Formulierungen im Gesetz, bis auf die Einzelformulierungen in den Verträgen. Da ging es um Millionen, ja, wenn nicht sogar um Milliarden. Das war schon sehr, sehr drastisch. Mehrere hundert Verbände, Vereine und Unternehmen versuchen in Berlin Politiker zu beeinflussen. So diskret wie möglich, oft im Verborgenen. Tabakkonzerne, Automobilhersteller, Gesundheitsverbände, Internetriesen mit Büros möglichst nah am politischen Machtzentrum. Dabei ist Interessenvertretung grundsätzlich legitim, sagt die Berliner Bundestagsabgeordnete Mechthild Rawert. Es ist nur ein machtungleiches Verhältnis zwischen den Vertretern und Vertreterinnen von Großunternehmen oder Großkonzernen und von NGOs. Und das ist die Aufgabe der Abgeordneten, die Letzteren auf keinen Fall zu kurz kommen zu lassen. Rawert will, dass Lobbyisten verpflichtet werden, sich in ein Register einzutragen, damit für jeden nachvollziehbar ist, wer versucht, auf Abgeordnete Einfluss zu nehmen. 2175 Kanzleien, Agenturen und Firmen sind derzeit allein beim Bundestag eingetragen, aber eben freiwillig. Mehr scheiterte bislang am Widerstand der CDU. Rheinland-Pfalz und Brandenburg haben als einzige Bundesländer ebenfalls ein freiwilliges Lobbyregister, Berlin nicht, diskutiert aber seit Jahren verschiedene Ideen. Zunächst müssen da alle Organisationen festgehalten werden, die an die Abgeordneten herantreten, die auch an den Senat herantreten möglicherweise. Dann muss festgelegt werden, auf welche Art und Weise sie an die Abgeordneten herantreten, mit welchen Mitteln und welchen Zielsetzungen sie an die Abgeordneten herantreten. Und es sollte festgelegt werden, was dann mit dieser Anbahnung passiert. Doch einige Fragen seien noch offen, sagt die Linke, etwa wer auf diese Liste gehört. Eine Bürgerin, ein Bürger mit einem Anliegen, hinter dem im Kiez vielleicht noch 10 andere stehen, möglicherweise auch als Kleingewerbende Treibende ein unmittelbares materielles Interesse haben. Sollen die sich jetzt eintragen, weil da mal ein Anliegen existiert, wo die sich natürlich dann auch an ihre Abgeordneten wenden wollen, ihren Bedürfnissen Ausdruck verleihen wollen, da wird es dann schon recht schwer. Kurz vor der Sommerpause schmettern SPD und CDU ein Berliner Lobbyregister ab. In dieser Legislaturperiode werden Interessenvertreter also weiterhin ungestört arbeiten können. Timo Lange ist bei mir von der Organisation Lobby Control. Schönen guten Abend. Guten Abend. Aus Ihrer Sicht, Herr Lange, braucht Berlin ein verpflichtendes Lobbyregister? Ich finde es zunächst einmal sehr bedauerlich, dass Berlin nun diesen Prozess abgebrochen hat, darüber nachzudenken, wie können wir Lobbyismus transparenter machen. Aus meiner Sicht haben die Bürgerinnen und Bürger ein Recht darauf, mehr darüber zu erfahren, wer an politischen Entscheidungen mitwirkt, professionell Interessen vertritt. Und in dem Sinne braucht Berlin ein Lobbyregister. Berlin ist eine große Stadt und hat auch viele wichtige Entscheidungen zu treffen, beispielsweise im Bereich der Wohnungsmarktpolitik. Aber wir haben schon gehört, es ist gar nicht so einfach, so ein Register zu erstellen. Ich meine, dass da die großen Unternehmen, Verbände, Gewerkschaften reingehören, ganz klar. Aber wie ist es mit so einer Bürgerinitiative? Die ist ja letztendlich natürlich in ihrem Feld auch eine Lobbyorganisation. Das ist richtig. Im Bund, um da mal kurz dran anzuknüpfen, ist es im Moment so, dass nur Verbände sich dort eintragen können, wie sie in ihrem Beitrag gezeigt haben. Unternehmen können sich da noch nicht mal eintragen. Das ist auch in Rheinland-Pfalz so. In Berlin hätte man hier weitergehen können, dass man zumindest sagt, auch Lobbyisten,
die Unternehmen vertreten oder auch NGOs vertreten, müssten sich dort eintragen. Wichtig ist, dass das professionell geschieht, dass man auch bezahlt wird dafür, dass man das tut. Und was der Herr Lederer angesprochen hat, ein Kleingewerbetreibender, der nur einmal im Jahr zum Abgeordneten geht, der müsste sich nicht registrieren. Da muss man schauen, dass man hier einen Schwellenwert definiert. Das müsste die Politik machen. Das ist möglich, wie man auch in anderen Ländern sieht. Und letztendlich, der Zweck, dem das Ganze dient, ist ja zu sehen, wer redet mit wem. Nun kann ich in so einem Unternehmen oder auch in einer großen Gewerkschaft ja nicht alle eintragen. Also jeder Gewerkschafter beispielsweise, der mit seinem SPD-Abgeordneten sagt, ich will mehr Mindestlohn, macht ja eine Lobbyarbeit, aber die kann die ja nicht alle da mit Namen eintragen. Letztendlich steht dann also auch nur die Organisation. Was bewirkt das denn? Das bewirkt, dass man als Politiker, aber auch als Bürgerin, als Bürger genau sehen kann, wer arbeitet eigentlich gerade an einer politischen Frage, wer versucht dort Einfluss zu nehmen. Es geht gar nicht darum, jetzt jeden einzelnen Kontakt offen zu legen, sondern zu schauen, welche Organisationen sind da eigentlich tätig, welche Unternehmen versuchen dort, welche Interessen durchzusetzen. Und letztlich gibt es auch Lobbyagenturen, die als Dienstleister im Auftrag von Unternehmen oder Verbänden an die Politik herantreten. Da weiß oft auch ein Mitarbeiter im Senat unter Umständen gar nicht, wer hat die denn eigentlich beauftragt, wer steckt denn dahinter. Also es dient auch der Politik letztlich, diese Transparenz. Wenn wir so ein Register bekämen, müsste es ja wahrscheinlich auch mal jemand kontrollieren und im Zweifel müsste es vielleicht auch eine Sanktion geben dann, falls sich jemand falsch einträgt oder nicht einträgt. Genau, also es müsste eine Institution geben, die dann auch dafür Sorge trägt, dass da nicht Quatsch drinsteht. Wenn man in andere Länder guckt, gibt es dann Beauftragte. In Berlin wäre auch denkbar, so eine Art Beauftragter für Transparenz beim Lobbyismus, ähnlich eines Datenschutzbeauftragten, der dann auch, wenn es Verdacht auf bewusste Fehlangaben gibt, auch Sanktionen verhängen können müsste. Sonst wäre das Ganze wiederum wenig wirksam. Das kann dann eine Geldstrafe beispielsweise sein oder eben fliegt raus aus dem Register und darf dann in dem Moment nicht mehr Lobbyarbeit betreiben in Berlin. Also ich sehe, da ist noch viel zu tun, bis wir da irgendwann mal ankommen. Herr Lange, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne.